So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evil Land 2. Nachdem wir beim letzten Mal hier uns noch ein wenig um die übrigen Farmen gekümmert haben und jetzt tatsächlich alle erledigt haben, wollen wir dieses Mal schauen, also bis auf die da unten in der Mitte natürlich, die man jetzt gerade am Mittelrand sieht, wollen wir jetzt mal noch nachsehen, was es hier so in diesem Blumenfeld gibt. Katapulte! Ach, hier werden die gebaut. Oder auch nicht. Leutnant, was macht Dawkins am... Ja, doch, was macht Dawkins am Meer hier? Könnten sie womöglich entdeckt haben, dass dies der Ort ist, an dem wir unsere Katapulte bauen? Zerbrecht euch nicht eure hübschen kleinen Kopf, mein Herr. Sie werden nicht weit kommen. Wollt ihr damit sagen, ihr habt einen richtigen Plan? Gewiss, mein Herr. Ich habe unsere Truppen an verschiedenen strategischen Orten stationiert. Das wird den Feind überraschen. Ausgezeichnet. Damit und mit dem Fluch, mit dem ich den Wald belegt habe, wird uns der Sieg gewiss sein. Ein Fluch, mein Herr? Dank ihm wird sich niemand mehr im Wald zurechtfinden. Unsere Feinde dürften sich bereits jetzt im Wald verirrt haben. Dann müssen wir nur noch unsere Truppen befehlen, sie unter ihren Absätzen zu zermalmen. Apropos, wo genau sind unsere Truppen denn? Darf ich raten? Im Wald? Nun ja, mir fällt da gerade ein, mein Herr, dass ich sie womöglich in den Wald geschickt habe. Das ist eine Katastrophe. Es scheint so, als wäre uns da ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Ich werde den Zauber sofort bannen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Finite incantatem confundo. Ich kann kein Latein. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Huch. Okay. Das sollte reichen. Holt unsere Truppen da raus und werde diese aufdringlichen Narren los. Zu Befehl, mein Herr. Kuro? Dawkins? Velvet? Ich kann die Stimme von Fina einfach nicht so gut. Was seid ihr denn? Scheinbar wurden wir getrennt. Dawkins und ich sind hier. Leider scheinen unsere Truppen noch immer im Wald verschollen zu sein. Versuchen wir uns zu treffen. Bleibt wachsam. Ja, Kuro ist stumm da. Achso, stumm da oben, wollte ich gerade sagen. Willkommen im Kommandozelt. Einen weiteren Bogenschützen, bitte. Dankeschön. Dann heuer ich noch einen an. Der darf, ja, sowas hier werden. Und das soll's gewesen sein für jetzt. Ja, dann auf in den Kampf. Huch, ach, da oben sind unsere Truppen. Es werden immer mehr. Nein. Nein. Danke. Sehr schön, den kann Kuro auf einmal weghauen. So, es ist auch gut, so viele Bogenschützen zu haben. Jetzt muss ich mich nämlich nicht um den direkt kümmern, sondern kann das die machen lassen. Da ist das Katapult. Kommt der an das Katapult? Kommt er? Er kann das Katapult sogar weghauen, noch besser. So, du darfst mal ein bisschen näher kommen. Sehr schön, noch einer weniger. So, wo ist... Danke. So rum gefällt mir das besser. Oh, ich schicke mal Exane vor. Der darf ruhig stürmen. Genauso wie... Nein, Fina darf angreifen. Und dann die da unten. Dawkins kommt ein Stück vor. Velvet... auch. So. Der wird jetzt vermutlich sterben. Also, kampfunfähig werden für diese Runde. Diesen Zug, diesen Gemetzel hier. Danach ist er ja wieder da. Also eigentlich sterben die nicht, sondern werden temporär kampfunfähig. Einfach mal vollen Stein an den Schädel geschmissen. Jeder andere wäre jetzt tot. Nicht er. alles klar. Bogenschützen habe ich hier ja zu Genüge. 17. Nochmal 17 vermutlich. Nein, 18 sogar. Unglaublich.
So, wie weit kommt der? Natürlich nicht weit genug, dann darfst du jetzt da drauf haben. Was? Das reicht nicht? Ah. Das war ja logisch. So, dann haut mal da drauf. Und weg damit. Ja, ich sehe, dass wir mal da drauf. Nicht da drauf gehen. Finger dafür. Toll, das war jetzt natürlich sehr intelligent. Naja. Immerhin kann Fina zurück. Nein, kann Fina nicht. Warum kann Fina nicht zurückschlagen? Oh, er lebt noch. Der ist nicht mehr. Der da unten auch definitiv gleich nicht mehr. So, dann kann ich mit Fina einmal da drauf hauen. 15. Das wird nicht reichen. Ach, ich habe ja den Superhieb aufgeladen. Habe ich ganz vergessen. Das ist gut, dann komme ich jetzt nämlich da unten nochmal ran. Oder auch nicht. Schade. Also gut, dann halt zuerst hier, wenn das Spiel das von mir will. Damit war zu rechnen. Und der ist jetzt auch weg. So, auf wen geht jetzt der da unten? Auf Dalkin. Das war vermutlich ein Fehler. Ja, sieht ganz so aus. Naja, dann schicke ich Excel mal mich hier lang. Dalkin darf davor. Velvet hinterher. Kuro darf da lang. Der Typ auch. Und Fina kann ihn ja mal heilen. Ja, der merkt natürlich, dass wir ihm hinterherkommen. Ach, der kommt sogar noch an Kuro ran. Jetzt, wo kommt der hier? Naja, nicht weit genug natürlich. Soll ich den mal an? Ja, die kommen beide gleich weit. Naja, dann stelle ich mal. Ach so. Komme ich da? Nein, da komme ich nicht ran, oder? Aber von hier aus sieht das natürlich anders aus. Moment. Erwisch ich von hier sogar noch den anderen? Jawohl, sehr schön. Na, es reicht natürlich nicht. Das war ja klar. Naja. Dann stelle ich den mal dahin. Hau da unten drauf. Und ein Kuro. Greif mal an. Ja, ich greif mal an. Das war vielleicht jetzt doof. Naja. So, der ist jetzt immerhin gleich weg da unten. Der Bogenschütze rennt alles weiter. Sehen. Nochmal 10.
Doch, er lebt immerhin noch. Ja, mit Kuro sollte jetzt nicht nochmal angreifen. Na also, weg mit dem Teil. Oh, Mist, Moment, wenn der jetzt Kuro angreift, bin ich tot. Schade war's. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Das passiert also, wenn man drauf geht. Ja. Vielleicht mache ich mir nochmal einen Bogenschützen dazu. So. Bogenschützen sind einfach toll. Der darf mal auf den da unten gehen. Weg. Wunderbar. Kuro darf sich den hier schnappen, den er ja mit einem Hieb besiegen kann. Das haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Dann darf der hier mal da hinten drauf gehen. Das reicht auch aus. Der hier darf hier drauf schießen. Das reicht natürlich nicht. So, hier warten. Du kommst nach da. Dann darf der mal hier drauf hauen. Und der hier darf gar nichts, weil er nichts kann. So, wo ist Fina da? Mal wieder nicht im Bild. Stürmen und Fina jetzt auch. Wird ab bis nach da. Stürmen. Und Dingens hinterher. Dorchen. Schön. Was? Das reicht nicht ganz. Alles klar. Kommt Kuro da ran? Ja, würde er, wenn der andere nicht im Weg stehen würde. So. Der kommt natürlich immer noch nirgends ran. Mit dem hier komme ich immer dann einen Bogenschützen. Das ist gut. Einer weniger. So, wie sieht's mit dem hier aus? Da komme ich nur an den da. Und mit dem hier würde ich gerne noch den letzten Bogenschützen. Nein? Ah, ich bin hier aus. Sehr schön. So, hier kann ich mit Yxellen. Ja, dann hau ich halt mal drauf. War jetzt unnötig, aber was soll's. Dann heile ich mal eine Runde. Dann mache ich mit Velvet den hier. Und Dolkin darf weiter vor. Auch wieder direkt besiegt. Boah, Yxellen. Der ist auch gleich tot, wie es aussieht. Ach, der rennt in sein Verderben. Wenn er den Bogenschützen angegriffen hätte, wäre es lieber gewesen. Was? Das reicht genau nicht. Wie mies. Das reicht natürlich auch genau nicht. Und der kommt nicht ran. Ja. Naja, dann kann ich auch gleich den nach unten schicken.
So, der kommt auch da lang. Guru hinterher. Dann darf Exane hier angreifen. Und Fina darf Exane heilen. So. Ist der auch weg. Und Velvet darf hinterher und nochmal stürmen. Bisher läuft ganz gut, würde ich sagen. Und ich habe jetzt sogar noch einen Bogenschützen übrig. Ich glaube, den schicke ich dann hinten rum. Ich komme einfach nicht ran, ich kann machen, was ich will. Nein, aber so. Sehr schön, wenn Dolkin jetzt noch nach da unten... Nein, Dolkin kommt natürlich nicht nach da unten. So, der ist immerhin weg. Dann darf Fina nochmal Exhalen heilen. Nein. So. Ich glaube, diese Runde habe ich so ziemlich gewonnen. Da kann jetzt nicht mehr viel passieren. Dolkin erledigt das Katapult hier. Dann ist nur noch eins übrig. Ich ziehe mal den Bogenschützen hier näher ran. Den hier ebenso. So, der kommt bis wo? Genau bis da, wo Kuro steht. Ach, dann ziehe ich Kuro doch einfach mal da raus. So, Exane darf stürmen. Fina auch. Und Velvet, die Bar kommt halt mal da lang. Darf auch stürmen. Ach, der geht jetzt auf den Bogenschützen. Ach, kommt Fina jetzt? Nein, nicht an beide ran. Aber vielleicht von hier aus. Ja, wunderbar. Und dann darf Exane nochmal eine Runde stürmen. Velvet auch, aber ich glaube, das wird jetzt. Die kommt von hier aus nicht ran. Nein, schade. Aber ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr viel Unterschied machen. Ich schätze mal, in der nächsten Runde ist er tot. Fina darf mal von hier aus angreifen. Der kommt noch nicht dran, allerdings gleich. Ach Moment, eigentlich könnte ich vorher noch... Jetzt würde sie von hier aus rankommen, oder ja? So, dann da drauf. Und dann darf Kuro den Rest erledigen. Sehr schön. Wir haben den Ort gefunden, an dem der Feind seine Katapulte konstruiert. Damit können wir jetzt selbst welche erstellen. Ein wahrlich großer Sieg. Der Magus hat mein Volk nicht mehr lange Leid zu fügen. Auf nach Dämonia! Also, wir können jetzt selbst Katapulte erstellen? Wo? Wie? Nein, scheinbar nicht. Hier liegt nur Holz rum. Außer ich kann jetzt hier irgendwie Katapulte. Ah! Oh, schade. Zu teuer. Naja. Das ist doof. Zumal ich ja jetzt alle Fahnen abgegrast habe hier. Bleibt ja nur noch das in der Mitte. Das Fahne. Schade, schade. Na, dann werde ich nochmal Einheiten anheuern.
mehr Bogenschützen sind mehr Bogenschützen. So. Ach, ich habe einen Katapult? Wo kam das denn jetzt her? Das war nicht von mir. Naja, ihre Katapulte sind durch Befestigungen geschützt. Ach, ehrlich? Jetzt, wo du es sagst, wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Es wird kein leichtes sein, sie zu vertreiben. Der Großteil unserer Truppen wird die Mitte besetzen müssen. Währenddessen können wir mit kleineren Gruppen die Katapulte unschädlich machen. Oder wir schicken einfach alle unsere Bogenschützen nach vorn. Weil wir es können. Bogenschützen sind der Hammer. So, an wen kommt denn das Katapult ran? An den hier oder an den hier? Dann versuche ich es mal mit dem oberen. 20. Komme ich mit dem hier jetzt auch nochmal an den oberen? Ah, sehr schön. Nein, das reicht natürlich genau nicht. Da sowieso nicht, da brauche ich gar nicht erst anzufangen. Ja, mit dem natürlich auch nicht. Super. 50. Ah, wird nicht reichen. Ich kann mich aber vielleicht mal hier davor stellen. Ah, ich greife lieber mal an. Bevor er gleich so drauf geht, ohne was. So als Kanonenfutter. Wie sieht's denn eigentlich aus mit den Magiern hier? Ah ja, okay. Hexenmeister, tut mir leid. Da komme ich nicht rum. Nein, ich kann nur den einen Weg nehmen. Na dann kommt Dolken mal weiter vor. Schützen kann er nichts. Da brauchen wir es auch nicht versuchen. Du darfst allerdings stürmen. Genauso wie Xane. Und ja. Damit war zu rechnen. Damit leider auch. Ich werde jetzt erstmal eine Menge Bogenschützen verlieren. Also, vermutlich alle. Aber immerhin darf ich meinen Katapult behalten. Nein, doch nicht alle. Ich glaube, einer bleibt übrig. Yay, ein einzelner Bogenschütze. Ach nein, er bleibt doch nicht übrig. Das waren die Bogenschützen. Ich könnte mit einem Katapult einen Katapult besiegen. Ach, da steht Soldat. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, nehmen wir mal eins von den Katapulten raus. Dolkin darf noch da oben. Das ist der überlebt. Aha. Wie sieht's denn hier aus? Nein, halt, Moment. Zuerst muss ich den hier da wegnehmen. Ja, das mach ich mal so. Dann darf Xane... Nein, Xane darf nochmal stürmen. Dann greif mal mit Fina eine an. Nein, das mach ich nicht. Fina darf auch nochmal stürmen. Er hat hier den höchsten Angriff. 35, 35, 42. Natürlich reicht das nicht. Wie kam ich nur auf die Idee, dass es reichen könnte? So, jetzt ist er aber weg. Dolken dürfte das da oben überleben. Und
könnte auch gleich noch die ein oder andere Einheit rausnehmen. Vermutlich erstmal das Katapult, wenn er rankommt. Kuro sollte ich gleich dringend mal heilen. Ja, er kommt das Katapult ran, das ist gut. Dann soll er mal das Katapult. Mein 40 Angriff. Der auch. Na, dann gehe ich halt das von dem Bogenschützen. Der hat ja die große Reichweite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sicher? Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl. Und das Katapult. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ebenso. Dann. An wen kommt denn der alles ran? Der kommt dann weniger ran als das Katapult. Dann nehme ich halt mal das Katapult. Ja, dann kommt der mal da hinterher. So, dann darf Xane eine Runde zuschlagen. Oder? Ne, Moment. Das mache ich anders. Ich habe doch Mephina jetzt. So. Die sind alle weg. Da darf Xane jetzt hier hinstellen. Gleich noch das Katapult da unten mitnehmen. Dann dürfte Kuro außer Gefahr sein. Der kommt da nicht ran. Das Katapult da könnte nochmal... Nein, das kommt auch nicht ran. Wunderbar. Die Magier sowieso nicht. Der da unten auch nicht. Ach, ich könnte... Nein, ich komme nirgends ran. Da oben zumindest nicht. Da unten leider auch nicht. Nein, ich wollte... Das war doof. Ach, der kommt noch nicht ran. Gut. Gut, dann kommt halt... Halt. Nicht, dass er in der Reichweite steht. Nein, tut er nicht. Okay. Und Velvet darf stürmen. Also eine Reichweite von 3 wird er ja wohl haben, oder? Ja, immerhin. Dann ist der jetzt weg. Dorkin kommt noch nicht an den da oben, oder? Nein, aber er kann es immerhin versuchen. Und hier ziehe ich mich ein Stück zurück. Greife den da an. Kann ich irgendwie den Rest erledigen? Ja. Sehr schön. Da muss ich nur aufpassen, dass niemand irgendwo in Reichweite steht. Nein. Wunderbar. Und das Katapult da oben auch nicht. Na, dann bleibe ich doch direkt hier stehen. Kann ich hier nochmal eine Runde stürmen? Mit Velvet darf ich noch eins vor. Auch nochmal eine Runde stürmen. Und Kuro wartet hier. So, dann kann ich jetzt das letzte Katapult zerstören. Mit dem Paladin hier kann ich nochmal ein Stück nach unten laufen. Weil das kann. Er kann laufen, also darf er es auch. Ja, hier komme ich nirgends ran. Ne, mit Fina heile ich jetzt ausnahmsweise mal. Nie weiter. Nein. Ein Versuch was wert. Naja, dann so. Ach, das reicht schon. Wie billig. Komm ich mit... Reicht das? Achso, ich habe noch kein zweites Mal. Schade. Wie weit kommt der? Genau bis... Also genau nirgendwo hin. Ja, dann stürme ich hier. Und du darfst warten. So, und dann kann ich mit Excel nochmal ordentlich reinhauen. Und das war's. Die Zauberer haben es in sich. Wir müssen den Magus und seine Schüler eliminieren. Ach, echt? Oh Gott, ich habe mal gerade gesehen, dass ich schon bei 30 Minuten bin. Hoppla. Wir haben Schloss Dämonia fast erreicht. Bald wird dieser Krieg der Vergangenheit angehören. Oder vielleicht tut er das jetzt schon? Das weiß ich auch nicht. Aber wir schauen uns erst in der nächsten Folge weiter um. Bis dahin. Tschüss.